Also, die Umfrage ist durch. Sie hat ergeben, wir starten mit AEW in den Pro Wrestling Simulator. In den Wrestling Manager für... In den Football Manager für Wrestling Fans. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich dieses Bild sehe. Es ist die Hölle. Es ist wirklich die... Es tut mir wirklich leid, Tobi, aber ihr beide, euch hätte man niemals vermischen dürfen. Das ist... Das ist ich komme nicht darauf klar. Oh. Ja, schön. Ja. Chat, wie gefällt's euch? Habt ihr, also ist das was, wo ihr sagt, das gefällt uns? Dann ist jetzt euer Moment, um das nochmal zum Ausdruck zu bringen. Ich, ja. Also, es ist Toby Khan und es ist der Save AEW Juni 2024. Das ist unser Startpunkt. Calvinho, du bist es. Wir starten in AEW Stand Juni 2024 und gehen rein in den Pro Wrestling Sim. Wir haben hier verschiedene Effekte, die wir einsetzen können. Aging zum Beispiel, dass Darby Allin, wenn er nicht im Ring sich das Bein abgehackt hat, dass er dann aber in 40 Jahren tatsächlich einfach alt ist. Also das greift auf jeden Fall. Das Amnesia-Modus, den können wir vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft machen, wenn wir mal Langeweile im Stream haben. Da starten quasi alle Talents ohne Vertrag. Und alle müssen sich mit ihren finanziellen Mitteln ein eigenes Roster zusammenholen. Dann Evil Play, Level, oder das Level Playing Field heißt quasi, alle haben die gleichen Voraussetzungen, keine Network Deals, jeder hat eine Million. Dann haben wir die Contract Lengths, das heißt die Vertragslaufzeiten, die durchgemixt werden. Und Will Ospreay ist vielleicht nur noch einen Monat bei AEW, könnte man machen. Und genau, machen wir aber nicht. Und dann haben wir noch Randomized Potential, das heißt, dass ein Will Ospreay auf einmal vielleicht weniger Potenzial hat als Satnam Singh, um mal im AEW-Kosmos zu bleiben. Weiß ich nicht, ob wir da so scharf drauf sind. Ich würde mal sagen, wir lassen einfach nur den Aging-Effekt drin. Ja, bin ich auch schwer für. Alles andere ist ja, macht es irgendwie total unlogisch und ungreifbar. So, und jetzt beginnt der Teil, der eigentlich schon wichtig wird. Um jetzt mal euch ganz klar zu machen, was ist der Status Quo? Wir haben jetzt 1, 2, 3 Dynamites. Wir haben 3 Dynamites bis Forbidden Door. In 3 Dynamites ist Forbidden Door. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Tor Leona. 6. Dann haben wir 6 Dynamites und dann ist London. So. Das heißt, wir haben 9 Shows bis London. In 9 Shows bis London will ich, dass hier der Baum brennt. Das heißt, jetzt ist der Moment, wo ihr auf Discord gehen könnt. Ich guck mal, ob ich das jetzt gerade nochmal hier parallel eingeblendet kriege, wie ich das letzte Mal gemacht habe. So. Man sieht da jetzt was. Und zwar bei Pro Wrestling Sim. Das ist hier unten. Da ist jetzt dein... Ah, Tobi, geh doch mal weg da jetzt. Schieb mich mal rüber. Geht das nicht? Hier, komm mal her, wir kuscheln jetzt. Wir kuscheln mal ein bisschen. Oder, nee, geh mal da runter. So. Na gut, ist ja okay. Und zwar seht ihr jetzt, hier gibt es diesen Bereich, Creative nennt er sich, für Pro Wrestling Sim. Und da haben die Tage schon Leute was reingeschrieben. Ne? Und mein Plan wäre jetzt, das wäre jetzt meine klare Ansage, wir haben 9 Shows bis London. Ich glaube, wir werden uns gleich mal grob auf eine London-Card schon einigen. Zumindest auch mal Forbidden Door müssen wir ein Konzept haben. Und dann werden wir wahrscheinlich hier eine Card dann reinposten. Und dann gibt es hier beim Creative, gibt es einen Raum, der nennt sich, lass mich mal gucken, hier müsste es eigentlich einen Raum geben, der sich Pitches nennt. Der aber jetzt gerade ja nicht mehr auftaucht. So, weil eigentlich soll es dann nämlich so sein, dass ihr euch Konzepte ausdenkt, die dann aber schon so ein bisschen in ein Format gepresst sind. Das heißt, dass ihr nicht einfach nur schreibt, mach mal MJF zum World Champion, sondern dass es tatsächlich ein bisschen mehr aufgestückelt ist. Und da gibt es dann eben eine Vorlage. Wenn die jetzt gerade nicht mehr hier ist, werde ich die vielleicht noch einmal... Ach doch, hier, Pitch, guck mal, da ist sie doch. So, und zwar möchte ich nämlich, dass die gepusht wird. Dann seht ihr jetzt hier, so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Story... Sagen wir jetzt zum Beispiel mal, neuer Number One Contender für Swerve. Beteiligt Swerve Strickland, Eddie Kingston, Brian Danielson, MJF, Samoa Joe. Um welchen Titel geht's? World Championship. Und dann Woche 1 bei Dynamite, Promo vom GM. Wir machen Number One Contender Turnier. Und dann gibt's ein Match, zum Beispiel Eddie Kingston, Brian Danielson, Sieg Eddie Kingston. Mit vielleicht irgendwelchen Sachen wie, ja, der soll nur knapp gewinnen oder so. Und da, also jetzt würden wir uns zum Beispiel so langhangeln bis Forbidden Door mit 3 Wochen. Und danach brauchen wir eine Weiterführung der Stories oder neue Stories bis London. So. Und hier haben wir zum Beispiel, ne, hier haben wir Pay-Per-View Forbidden Door. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Da brauchen wir euren Input.
Ja, und deswegen, ja, Peter ohne Twitch, wunderschönen guten Tag, fragt, darf der Torpedo eigentlich auch mal was entscheiden? Tobi, willst du für die Sickos buchen? Willst du Power? Nee. Wir booken hier nicht für die Sickos. Wir müssen schon gucken, dass wir hier eine Show mit Hand und Fuß haben. Da bin ich schwer dafür. Aber ich finde das eine großartige Idee, dass wir wirklich gucken, dass wir uns schon grob festlegen, was wollen wir denn beim Pay-Per-View am Ende auf der Karte haben und dann schauen, wie kommen wir da hin. Denn ich glaube, so bookt AEW inzwischen selten. Und wir können das jetzt mal anders machen. Ja. Also Leute, wir booken ja nicht von Woche zu Woche. So. Wäre jetzt mein Ziel, genau, dass wir nicht von Woche zu Woche booken und irgendwie jetzt jemand so einen Number One Contender machen, damit Roderick Strong die Woche darauf ein World Title Match bekommt. Das wäre zu vermeiden, tatsächlich. Ne? Das wäre zu vermeiden. Das heißt, hier der Raum, da dürft ihr euch bitte austoben. Nochmal, wir werden jetzt wahrscheinlich schon Paarungen festziehen. Die machen wir dann auch fest. Und ihr müsst dann bitte, wenn wir jetzt festlegen, MJF trifft im Wembley, trifft er auf Swerve Strickland. Dann bitte nicht sagen, nein, aber Konosuke Takeshita sollte sollte auf den World Championship gehen, sondern ihr müsst dann schon mit den Paarungen, die wir jetzt gleich festmachen werden, damit bitte arbeiten. So, und jetzt ist halt, ne, wenn wir uns dann das Spiel angucken, würde ich sagen, können wir uns jetzt mal umschauen. Ich mache mal hier die Expiries und die Promises mache ich jetzt weg. So, dann haben wir All In. Was mich jetzt schon wieder ankotzt, ne, ist, dass wir nach All In hier eine Woche haben, um dann halt fucking All Out zu booken. Wer hat das eigentlich festgelegt? Es ist, also das ist sowieso tatsächlich im Booking, das ist für mich eine riesen Fehlentscheidung, dass das real so ist. Also ist ich aber dieses Jahr zumindest zwei Wochen dazwischen. Ah, okay. Also dieses Jahr sind zwei, aber okay. Das... Boah, ich aber weiß, dennoch, auch zwei Wochen ist schon ultra, ultra aber mal wenig. Stopp, um da nochmal. Das könnte jetzt halt unsere erste Abhandlung sein, dass wir... Das geht auch, wir können den Zeitplan ja verschieben. Ja. Also wir könnten ja noch ein, zwei Wochen dazwischen booken. Richtig, ich könnte jetzt sagen, dass wir All Out bearbeiten, dass das nicht in der ersten Septemberwoche ist, sondern, jetzt müssen wir überlegen, wir haben ja September, wir haben Wrestle Dream im Oktober, Full Gear im November, Worlds End im Dezember. Das heißt, wann haben wir das Event im Oktober? Ist es Anfang Oktober? First Sunday in Oktober. Und dann haben wir Third Sunday in November. Lass uns doch Folgendes machen. Wir schieben Wrestle Dream. Wir schieben Wrestle Dream in die zweite Oktoberwoche. So. Und dann können wir auf die letzte oder vorletzte Septemberwoche theoretisch ja All Out schieben. Ja. So. Und dann würde ich All Out. Sorry, Tony, ich weiß, dass du mit Tradition und so, aber dann. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit, so nur eine Woche oder so dazu. Und dann gehen wir tatsächlich auf die. Ja, gehen wir auf die zweite, auf die dritte. Wir gehen auf die. Ja, wenn wir jetzt auf die dritte gehen, dann haben wir letzte Septemberwoche, 1. Oktober. Da haben wir auch nur zwei Wochen zwischen der. Wir müssen auf die zweite, glaube ich, gehen. Mhm. Die zweite. Dann haben wir aber immerhin zwischen London und All Out. Dann haben wir letzter Sonntag im August und zweiter Sonntag im September. Wir haben halt zwei Wochen dazwischen. Immerhin, ist schon ein bisschen besser. Ja, ich will halt London auch nicht vorziehen jetzt. Das ist halt auch doof. Nee, lass mal. Mit Forbidden Door und London ist es auch noch viel. Also da brauchen wir den Aufbau auch. Ganz ehrlich, London, da brauchen wir richtig viel Aufbau für, damit es richtig dick wird. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, das ist ein verdammtes Stadion. Also das müssen wir schon vollkriegen. Ja, denke ich nämlich auch. Dementsprechend, also das war jetzt unsere erste Amtshandlung, ja, dass wir das gemacht haben. Danach Collision, Dynamite und Rampage. Hätten wir keine laufenden TV-Verträge, würde ich erstmal pitchen, Rampage abzusetzen. Aber... Also was ich jetzt zumindest mal hier machen möchte, ist, dass wir es immer Mittwoch mit Dynamite tapen, weil ich glaube, so wie es hier aktuell angelegt ist, wird Rampage jede Woche Freitag veranstaltet. Ich würde es gerne aber Mittwoch nach Dynamite veranstalten und Freitag ausstrahlen, aus dem einfachen Grund, da also Produktionskosten sparen. So, deswegen, ich würde das am Mittwoch einfach mit Dynamite machen. Ich hoffe, dass das funktioniert dann jetzt auch so. Genau, hier könnten wir jetzt noch festlegen, muss eine Championship immer bei der Show verteidigt werden oder so. Das ist aber Quatsch. Sondern ich würde sagen, wir können Rampage auch eine halbe Stunde nur machen. Aber ist auch Quatsch. Ich glaube, Rampage kriegen wir schnell gebookt. Rampage machen wir immer die gerade bei Dynamite nicht untergekommen sind. Die kriegen da ihre Matches und so. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich glaube, das kriegen wir hin. So, sonst irgendwas Grundsätzliches, wo wir sagen, da können wir was verschieben. Ich glaube, sonst sind wir mit dem Jahresplan an sich erstmal gerade
gut dran, ne? Ja. Mhm. So, dann mache ich nochmal für alle, die tatsächlich interessiert dran sind, zu booken. Also, nochmal, damit das dann wirklich klar ist. Also das Erste, was wir buchen, ist eine Collision. Tatsächlich. Da können wir gleich erstmal irgendwas machen vielleicht. Ich fände es so geil, wenn du nur eine Weekly pro Woche machen müsstest, ne? Aber wir haben so ein großes Roster, das kannst du natürlich nicht. Da müssen wir schon hacken. So. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, Rampage wird easy. So, auf Dynamite Hauptaugenmerk legen. Collision gucken wir, dass wir da auch noch. Würde ich zumindest vorschlagen, dass wir vielleicht eine Story wirklich bei Collision durchziehen auch. Ja. Ja. Na, das ist ja das, was wir auch oft so bemängeln, dass man sagt, ey, das ist alles so vermischt und Collision hat irgendwie auch nichts Eigenes oft. So eine geile Story für Collision, die da durchgezogen wird, fände ich geil. Ja, das finde ich ist sinnvoll. Wir können übrigens hier, so werden wir das auch gleich machen. Hier sind tolle Notizen. Hier werden wir uns gleich einmal AEW x New Japan Pro Wrestling Forbidden Door. Hier werden wir eine Card machen und dann werden wir All In eine Card machen. Und dann machen wir hier auch wirklich, das kopiere ich mir dann auch rein von euch. Also wir machen jetzt hier die Cards und dann kann ich hier auch schön, guck mal, ich kann das auch schön fett machen. So, hier mache ich dann auch Schriftgröße 16, fetten. So, und dann machen wir hier gleich unsere Cards hin und alles, was ihr dann in den Discord-Server packt, alles, was ihr hier reinpackt in die in die Pitches dann. Also ihr könnt gern erstmal untereinander hier zum Beispiel bei den Tag Team Division und Singles Division bei den Männern und Frauen. Macht euch erstmal Gedanken, welche Stars wollt ihr langfristig im Fokus haben. Nur damit wir heute irgendwas auch schaffen, müssen wir mal zumindest grob festlegen, was da passiert. Hier schrieb zum Beispiel schon mal jemand Tony Storm oder hier holt Alpha Female. Natürlich, diskutiert das untereinander, ob ihr da Bock drauf habt und dann am Ende ist wichtig, dass ihr wirklich Pitches raushaut. Das heißt wirklich in die Form. Ihr könnt das auch gern untereinander so machen, dass ihr sagt, ey, die und die Leute sammeln Ideen und dann gibt es aber drei Leute aus der Community, die richtig Bock haben, das dann auch so zusammenzufassen und die pitchen das dann an uns und wir sehen das dann im Stream, gucken uns an und wenn wir sagen, das ist geil, dann machen wir das so. Ist, glaube ich, besser, als wenn alle da irgendwie viel mit rumrühren, denn Tobi, das merken wir auch, bisschen Struktur brauchst du ja. Viele Köche verderben den Brei, wenn jetzt einfach 30 Leute sagen, ich habe die Idee und ich habe die Idee, das ist ja nicht ganz zielführend. Wir werden auch nicht alle Ideen umsetzen können, weil sonst haben wir am Ende irgendwie 30 unausgereifte Stories, wo von jeder Story irgendwie ein Match über die Bühne geht und dann ist Pay-Per-View und die kriegen wir nicht alle auf die Karte und dann ist alles Murks. Also das ist schon so. Wir müssen uns da, glaube ich, ein bisschen komprimiert zusammensetzen und versuchen, alle Ideen irgendwie zu einer geilen irgendwie zusammenzustricken. Kriegen wir aber bestimmt, glaube ich, hin. Also im Zweifel bin ich da sicher, dass wir da eine Lösung finden. Ey Leute, vergesst mir den Bounty Hunter nicht. Ich liebe den Bounty Hunter. Und wenn der Chris Melzig noch im Chat ist, der liebt den Bounty Hunter auch. Ich will den Bounty Hunter dabei haben. Ich glaube, er ist nicht am Start. Ich kann jetzt sehr gern auch euch im Chat mit aufnehmen, denn das finde ich sehr spannend. Da schreibt jetzt zum Beispiel jemand Jay White gegen Okada um die International Championship bei All In. Kann man mal raushauen. Wir brauchen jetzt erstmal. Oh, das ist echt nicht einfach, Tobi. Wir brauchen wirklich dann erstmal prinzipiell Cards. Ich kann jetzt auch nochmal in unser Roster gehen. Da sehen wir jetzt also alle, die wir gerade haben. Und ne, kann ich jetzt auch in verschiedener Art und Weise kann ich das filtern. Lass doch mal überlegen. Also wenn ich jetzt gerade hier zum Beispiel überlege, was für mich ein safes Ding für All-In sein sollte, ist, und ich möchte nicht, dass mir eigentlich jemand widerspricht, Main Event Will Ospreay versus X. Ist für mich jetzt der Main Event und das World Title Match. Will Ospreay muss für mich im Wembley im Main Event stehen. Würde ich jetzt einfach mal so festlegen für uns. Mhm. So. Finde ich gut. Und was für mich auch feststeht ist, und das ist eigentlich final, Mariah May versus Toni Storm um die Women's Championship. Absolut, so. No-brainer. Jetzt möchte ich aber mal gucken, weil jetzt kommen die ersten Sachen ins Spiel. Jamie Hayter. So. Die ist im Spiel krankgeschrieben, hat einen Attest, bis zum 1. Juli 2024. Oh. Was mir jetzt sofort ins Gedächtnis ruft, du machst hier Toni Storm gegen Mariah May. Und dann machst du Mercedes Moné. Sieg Mariah May. Postmatch-Attacke Toni Storm. Übrigens, wenn das zu klein ist, das tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs mitsehen. Ansonsten mache ich mal alles irgendwie Größe 18. Also sagt mir mal im Chat, ob ihr es lesen könnt halbwegs. Ich will, dass ihr mitkommt. Deswegen. So, pass auf. Postmatch-Attacke Toni Storm. Und dann Comeback Jamie Hayter Konfrontation Toni Storm.
Würde ich einfach mal in den Raum werfen. Finde ich gut. Ich dachte jetzt gerade eben erst, du willst dich jetzt gegen Mercedes stellen. Das ist aber auch noch die Frage. Ich meine, die haben wir natürlich auch noch offen. Ne? Was ist denn übrigens, weil du gerade schon guckst, wenn die so lange raus ist, was ist mit Britt Baker eigentlich? Wann kommt die zurück? Steht das auch bei uns schon? Ja, das gucke ich jetzt einmal. Das speichere ich mal. Also diese Notes hier sind Weltklasse. Britt Baker, 1. Dezember 24. Okay, es ist ein bisschen spät. Julia Hart sollten wir auf dem Schirm haben natürlich auch noch, ne? Die auch tatsächlich eigentlich als Champ ganz cool war und jetzt irgendwie sehr weg vom Fenster ist. Tobi, Frage. Wir können uns das natürlich jetzt auch einfach machen, ne? Weil wir können auch ein Turnier anlegen. Also wir können uns jetzt sehr an AEW orientieren, weil ich finde das gut. Owen Hart Turnier. Die Sieger kriegen die Main Events im Wembley. Wir können mit den Owen Hart Turnieren arbeiten. Wobei, ein Problem habe ich. Habe ich nicht. AEW hat jetzt gebucht Will Ospreay gegen Swerve Strickland World Title Match für Forbidden Door. Macht ja jetzt keinen Sinn, wenn Will Ospreay jetzt schon, wenn wir jetzt in den Owen starten, dass der da in dem Turnier auch drin ist. Warum soll der ein World Title Match kriegen und in einem Turnier um den World Title Shot drinstehen? Das heißt, ich würde auf jeden Fall Will Ospreay nicht in den Main Event von Forbidden Door stellen. So, sondern Will Ospreay hat bei Forbidden Door hat der Will Ospreay versus X, da geht es um die International Championship. Soll der irgendein krasses Match haben? So gegen whatever. Soll der irgendein krasses Match haben? Und dann müssen wir halt in der Zwischenzeit mit dem Owen-Turnier ihn in meinen Augen trotzdem dahin bringen. Das heißt, Aber wenn du jetzt, also wenn du das Owen-Turnier nimmst, also ich finde tatsächlich auch, dass das Tony Storm-Ding irgendwie tatsächlich für mich, das muss gegen Mariah May sein. Gut, kann man trotzdem so booken. Dann müsste das Owen gewinnen, dann wüssten wir natürlich jetzt schon sehr viel, ne, was wir dann booken wollen. Also ist ja erstmal nicht schlecht. Ja, ich sag's nur. So. Ja, wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn auf dem Weg dahin kannst du viel Story erzählen, dass Tony Storm sie vielleicht irgendwie unterstützt oder dann doch wieder nicht. Und na, das wird vielleicht gar nicht schlecht. Pack ist auch verletzt tatsächlich. Hier steht Mental Health bis 1. Juli 24. Weil gerade jemand im Chat rausgehauen hat, könnte denn nicht Adam Cole bis Mai 25. Adam Cole ist in diesem Spiel noch ein fucking Jahr verletzt. Also Adam Cole ist für mich dann ehrlich gesagt kein Faktor. Also für gar nichts in nächster Zeit. Aber es schrieb gerade jemand im Chat, wir können ja bei Forbidden Door einfach Will Ospreay gegen Pack machen. Ist geil, das Problem ist, wir dürfen nicht diesen Forbidden Door-Faktor außen vor lassen. So, und das ist halt, ja. Und jetzt komme ich halt trotzdem zu dem Punkt, wenn wir dieses Owen machen, wie viele Teilnehmer sollen da drin sein? Das also, ist halt, genug haben wir, die wir reinpacken könnten. Boah. Schwierig. Weil, sagen wir mal so, Will Ospreay muss ein Owen-Gewinner sein. Ja, das müsste so sein. Und Mariah May. Das müssen Turniergewinner sein. So. Und dann müssen wir für The Owen. Ich meine, ich finde es gut, dass wir so viele Sachen schon haben. Ich finde, das hilft eigentlich. So. Wir haben den Owen bei den Männern. Und wir haben den Owen bei den Frauen. So. Oder. Ich meine, beim Teilnehmerfeld können wir jetzt komplett batshit crazy gehen. So. Ich würde es tatsächlich auch, also ich würde das rückwärts booken. Im Sinne von, boah, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier visualisiert kriege. Ich glaube nämlich nicht, weil ich würde jetzt gern Brackets aufmalen. Ich würde gerne, wenn ich jetzt hier zeichnen könnte, ne? Das wäre natürlich nochmal 10 von 10 Premium, aber ich verstehe, dass das nicht geht. Denn ich würde rückwärts booken. Ich würde zum Beispiel sagen, Finale ist ja, also wir wissen ja, was das Finale wird. Wir wissen, das Finale wird Will Ospreay gegen irgendeinen krassen Dude. Irgendeine emotionale Sache kann man ja draus machen. Und ich würde vor allem gucken, dass der Verlierer auch einen guten Spot bekommt auf der All-In-Card. So, Will Ospreay versus X ist das Finale. Ich brauche wirklich Brackets, oder? Ich muss mal gerade hier Paint aufmachen. Du musst dir einfach eine Schiefertafel kaufen fürs nächste Mal und dann sitzt du damit so vor deiner Kamera. Das fände ich gut. Jemand schreibt zum Beispiel Will Ospreay gegen Samoa Joe. Fände ich richtig, fände ich stark. Ich fände das geil. Ich werde nass. Ja.
Ich muss mal gerade was versuchen. Ob ich, also, angenommen, ich habe jetzt hier eine riesige Tabelle und schreibe jetzt in die Mitte Will Ospreay gegen Brandon Cutler. Will Ospreay Samoa Joe. So, dann wäre ja hier das Halbfinale. Will Ospreay gegen X. Ah, doch, ich glaube, wir kommen dahin. So, Samoa Joe. Und dann haben wir hier X. Und so müssen wir uns halt jetzt durcharbeiten, so ein bisschen. Ja, müsste man mal gucken, ob das jetzt so aufgeht. Vor allem, wenn wir mit 16 Leuten. Dürfen wir nicht den Überblick an der Stelle mal verlieren. Es ist schwierig, sowas zu booken über die, also auch das in den Shows unterzukriegen. Aber was du natürlich cool hast, ist, dass du es direkt auch showübergreifend theoretisch booken kannst. Ne? Ja. Du kannst es bei Dynamite und Collision einsetzen. Ist schon cool. Frage ist halt auch, bleibt unser World Champion bis All-In auf Swerve Strickland? Also der Main Event wäre dann Will Ospreay gegen Swerve Strickland. Sagen wir, das ist ein Main Event. Natürlich ist das ein Main Event. Das ist ein verdammt geiler Main Event eigentlich, finde ich. Voll. Ja. Und vor allem ist es auch ein Gegner. Also wir können natürlich noch darüber sprechen, ob wir Ospreay das Ding dann auch gewinnen lassen. Mhm. Aber es wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, boah, könnte ich mir beides vorstellen. Also das wäre so ein Match, wo ich nicht wüsste, boah, wer gewinnt das jetzt? Ospreay gegen Strickland im Stadion. Das ist schon ein krasses Ding. Ich mache jetzt hier mal ein paar Sachen, ne? Weil ich greife jetzt zum Beispiel den Namen Malakai Black aus dem Chat mit auf. Leute, haut mal raus. Haut mal Namen raus. Was sind Namen, wo ihr sagt, die müssen im Owen drin sein? Malakai Black habe ich jetzt einfach mal aufgegriffen. Ich will gerade das Ganze mal nur so in Tabellenformat bringen, damit wir das auch wirklich mal so proben können. Turniercatcher Danielson, Leute, was ist mit ihm? Boah, Bryan Danielson. Der verliert emotional gegen Samoa Joe. Ja. Und das Dream-Match kommt dann nochmal nicht zustande. Tritt Bryan Danielson eigentlich bei All-In zurück? Kommt ja auch noch dazu. Boah. Was steht denn bei Danielson? Lass mich mal gucken. Also auch vor allem, was Vertrag und so angeht. Bryan Danielson. Win-Loss-Record, das ist übrigens auch geil, Win-Loss-Record. Ich kann auch die Musik von Bryan Danielson spielen, ne? Also, das hören jetzt die Leute im Dingens. Die hören das ja jetzt, also im Stream. Ja, aber wollen wir nicht zu viel laufen lassen. So, warte mal. Wo sehe ich denn jetzt unseren Boy mit seinem Contract? Roster. So, weil das wäre jetzt dann einmal spannend rauszufinden. Wir können ihn auch umbenennen. Wir können ihn auch Daniels Bryan nennen. Oh Quatsch. Hier, Contracts. Achso. Aber hier steht zum Beispiel, läuft aus im Juli 26. Aber Danielson hatte, also ich würde das eigentlich so weiter behandeln. Er hat ja gesagt, das Jahr 2024 wird sein letztes Vollzeitjahr. Was man machen könnte, ist halt auch zu sagen, dass man, wie man es bei Sting gemacht hat, zum Beispiel hier Wrestle Dream findet statt in Washington, also im Bundesstaat Washington. Danielson kommt daher und dann lässt er halt in Seattle oder so, seiner Heimat, lässt er dort, kriegt er den Main Event, kriegt sein letztes Match. Ich glaube, das fände ich besser als bei All In, einfach zu sagen, so Deckel drauf. Ja, weil er den Main Event auch nicht hätte, das ist dann ein bisschen schade, ne? Also können wir natürlich machen, auch bei All In, aber weiß ich nicht, ich glaube, das wird dann ein bisschen viel. Vielleicht geben wir ihm bei All In, aber trotzdem schon das Match, da müssten wir uns jetzt dann auch schon mal drauf vorbereiten, irgendwie das Match, was den Aufschlag dazu gibt, was dann die gesamte Story ist, bis zu seinem Karriereende bei Wrestle Dream zum Beispiel. Ne, das müssten wir schon machen. Und dann ist die Frage, geht's auch weiter gegen The Elite vielleicht oder nicht? Oder machen wir was ganz anderes, emotionalere Story mit irgendeinem alten Wegbegleiter? Geht's in die Brüche mit Claudio vielleicht? Hey, alles möglich. Fragt gerade jemand im Chat, was ist mit Adam Copeland? Der steht hier. Oh. Der steht da verletzt bis März 25. Bah. Schlimm. Das ist lang. Das Fastenjahr. Das Fastenjahr. Nix, Roster ist groß genug. Roster ist groß genug. Ja, ich meine, auf der einen Seite, ich finde es schade, weil wir Copeland jetzt Ewigkeiten nicht booken können. Auf der anderen Seite. Wir müssen ihn nicht booken. Das ist jede Verletzung. So das klingt komisch, ne? Aber jede Verletzung tatsächlich ist ein Stück weit
hilft da gerade. Ich weiß gar nicht, kann ich die Verletzten mal... ich kann zumindest mal, bei wem läuft der Vertrag als nächstes aus? Dann sind das hier scheinbar... Also, Zack Knight. Commander. Alright. Mike. Also, ich weiß, welche Verträge ich nicht verlängern werde. Ja, ich auch. Ganz genau. Aber hier steht, die Verträge alle Mai 25... Ja, wobei... Zack Knight auch Mai 25, Shibata August 24. Das wird halt so, boah, da wird es so Stress geben, ne? Wenn wir Leute wie Shibata nicht verlängern und hier jemand aus dem Chat sagt, wie könnt ihr nur? Aber, sorry, ich, nee. Okay, aber lass es jetzt mal dabei. Hangman Adam Page zum Beispiel ist nicht verletzt. Ist auch jemand, den darf man da jetzt nicht vergessen. Thema Turnier. Hangman Page. Als Beispiel, ja. Sollte da eine Rolle spielen, finde ich. Ich sehe noch was, Tobi. Ja. Die TNT Championship, ne? Ja. Vakant, aktuell. Ja, richtig. So, richtig. Heißt, Turnier wird vermutlich auch da schon ausgefochten und dann machen wir direkt das nächste Turnier? Oder wie wollen wir das machen? Das würde ich über Quali-Matches machen. Dann ist halt die Sache, ob wir bei Forbidden Door die TNT Championship direkt auskämpfen oder ob wir sagen, das ist was für London. London Opener Six-Way Ladder Match um die TNT Championship ist halt für mich prädestiniertes Ding so. Mhm. Aber bleibt der Titel so lang vakant, ist die Frage. Das ist schon sehr lang, ne? Ja, also neun Wochen, es sind halt, ne? Wenn du überlegst, das sind halt über 2 Monate, die der Titel nicht vergeben ist. Mhm. Das kannst du eigentlich kannst du es nicht machen. Eigentlich kannst du es nicht machen, eigentlich muss jemand die TNT Championship vorher gewinnen. Bei Forbidden Door. Ja, das heißt, wir müssen uns für Forbidden Door mal merken, TNT Championship. Was halt scheiße schwierig ist, ist halt die Cards nicht komplett zu überladen. Ne? Ist richtig. Aber du hast eine TNT Championship, die kannst du, weil du es gerade schon gesagt hast, ey, perfekt als einen geilen Opener, kannst du auch bei Forbidden Door schon machen, ne? Wollen wir auch ein Ladder Match machen, wie es jetzt in der Realität ist? Ja, warum nicht? Finde ich geil. Machen wir ein Ladder Match. Okay. Gucken wir mal. Okay. Es ist wirklich nicht einfach. So, wir haben Will Ospreay, Malakai Black, Samoa Joe, Bryan Danielson. Dann muss eigentlich jemand wie Hangman Adam Page, muss mal relativ weit kommen. Der kann halt gegen Samoa Joe rausgehen. Finde ich jetzt. Also ich nehme jetzt einfach mal einen Namen gerade, ne? Damit wir mal ein bisschen. Mhm. So, und zwar Samoa Joe versus Hangman Page. Ich glaube, ich müsste sonst... Boah, das wird anstrengend, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so Brackets dazwischen machen muss. Ich versuche es mal so zu machen, so dass wir jetzt sagen, Samoa Joe, Hangman haben wir als Paarung gehabt. Dann Bryan Danielson gegen wen? Hat der sich durchgesetzt? Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Dann aber auch Will Ospreay und Malakai Black, gegen wen haben die sich durchgesetzt? Jay White wird gerade noch in Chat geworfen. Da dürfen wir halt nicht vergessen. Also Jay White ist halt Trios-Champion, ne? Mhm, ist er. Und ich weiß nicht, ob wir den jetzt dann einfach in irgendein Singles-Turnier werfen sollten. Wenn du mich fragst. Also, weiß nicht. Würde ich eigentlich nicht mal. Ich würde gerne die Trios-Championship anständig booken. Beziehungsweise eigentlich würde ich sie gerne einstampfen. Ja, oder so zumindest... So viele Titel, Alter. Gebt euch das mal. Wir haben das müssen wir auch mal machen. Titel abschaffen, finde ich, ist auch der nächste Schritt, den wir dann irgendwann mal auf dem Weg beim Booken machen. Direkt bei fucking Forbidden Door International Championship und Continental Championship Verein. Machen wir das? Können wir machen. Safe, lass machen. Finde ich gut. Ey, noch eine Sache, Tobi. Ja, aber stopp. Ja. Dann machen wir halt... Okada gegen Ospreay? So. Alter. Wir machen Okada gegen Ospreay International Championship und Continental Championship und es ist halt ein Unification Match. Zu einem Intercontinental Championship. zu halt einfach fucking International Championship kann ja bleiben oder wir nennen das halt anders. Whatever, aber also, ist doch krass. Ich will einen Titel weniger. Titel weniger und da kriegst du das Match raus? Ja, nimm mein Geld. Leck mich fett und nenn mich Bärbel. Auf jeden Fall. Das müssen wir machen.
Da Rockhard Juice Robinson im Stable ist, unter Freebird-Regel kann man Jay White da schon rauslösen. Ja. Du kannst aber auch Juice Robinson einfach ins Turnier packen. Nee, ich würde Jay White. Jay White ist für mich der Turnier-Wrestler. Jay White ist schon für mich der Turnier-Wrestler. Hey, aber Juice Robinson, du, der war auch schon beim G1 am Start. Wenn ich nicht völlig irre, oder? Naja. Ja, doch, bestimmt. Boah, ist spannend, finde ich. So, aber Tobi, ich muss jetzt noch schnell was reinwerfen, weil wir die ganze Zeit beim Turnier sind und welche Namen unbedingt rein müssen. Ich finde, ein Name darf nicht rein. Und dann müssen wir uns aber Gedanken machen, was wir sonst mit ihm machen. Und das ist MJF. Ich finde, du kannst MJF Stand jetzt nicht in so ein Turnier schmeißen und den nicht gewinnen lassen. So, und dann hast du am Ende auf der Card aber noch irgendwie keinen MJF. Wo schmeißen wir den rein? Wird er, was weiß ich, bei All-In vielleicht Tag-Team-Champ oder TNT-Champ oder was machen wir mit ihm? Oder kriegt er eine Story ohne Gürtel mal? Auch noch eine gute Frage. Simoko schreibt, Keith Lee muss das Turnier gewinnen, damit er gegen Swerve gehen kann. Ja gut, aber der Sieger hier kriegt ja den Wembley Main Event und wir bringen nicht Keith Lee gegen Swerve Strickland im Main Event von Swerve Strickland. Das steht jetzt schon mal. So. Ihr merkt, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. So, MJF TNT Championship, boah, sehe ich nicht. MJF TNT Championship sehe ich nicht. MJF. Natürlich bei MJF. Kannst bei MJF immer argumentieren, dass er jedem Titel sehr gut tun würde. Ne? Mhm. Aber ja, aber ich bin auch dabei, dass du ihm auch, du kannst ihm auch ein Match geben, das wirklich einfach nur eine Story hat. Der braucht keinen Gürtel in seiner Story unbedingt. Finde ich, er muss jetzt nicht wiederkommen und direkt auf irgendeinen Gürtel gehen, aus meiner Sicht. Ja, ey, warte mal, das Ding ist natürlich, kann ich jetzt hier ein neues Turnier. Wie viele Leute? 16 hätten wir drin? Ja, ach so, ja, wenn ich das einfach hier machen kann. The All-In, Elimination, 16 Leute drin. So, und jetzt muss ich halt natürlich, wenn ich jetzt create, ach so. At least one worker. Ah, okay, aber guck mal. Das hilft uns ja schon mal. So, dann haben wir ja auf jeden Fall zum Beispiel Will Ospreay. Haben wir ja dann schon mal, keine Ahnung, ziehe ich jetzt einfach irgendwo hin. Und da steht fest, er geht ins Finale. Ah, okay, ja gut jetzt. Aber es ist eigentlich gut, dass wir es so schon haben, weil natürlich können wir dann ein bisschen. So, Will Ospreay. Du wolltest es rückwärts booken eigentlich, ne? Oder? Ja, eigentlich wollte ich es rückwärts booken, weil wir hätten dann halt den Vorteil, ich lasse das jetzt mal so, zumindest grob rückwärts bucken, zumindest mal den Pfad der Sieger bucken, weil dann kannst du das Turnier-Bracket leichter anlegen, finde ich. So, also wenn wir 16 Leute haben, jetzt muss ich auch mal überlegen, wie viele Runden gibt es denn dann überhaupt bei 16. Wenn wir 16 Leute dabei haben, dann gibt es Wie viel haben wir an einem Tag? Das warum ist dann hier, warum hat denn der das Tournament nicht? Achso, weil ich nicht gespeichert habe wahrscheinlich. Wenn du jetzt 16 Leute hast, ich will wissen, wie viele Erstrunden-Matches brauchst, dann brauchst du 1, 2, 8. 8, ist das so? Ja. Moment, Set Competitors, so, warte nochmal. Genau, dann hast du, genau, 2 mal 8, du hast 16. So, das heißt, wir brauchen 4 auf jeder Seite. 4 Matches auf jeder Seite. Das heißt, hier haben wir dann Brian Danielson versus X, die dann hier weiterkommen. Ich kann es ja mal. Doch, das ist ja eigentlich sinnvoll. So, das geht nach hier. Und hier müsste dann der Sieger eigentlich jetzt hier stehen. So. Das heißt, hier kommen die weiter. Das heißt, hier steht auch fest, irgendeiner in diesem Match oder irgendeiner hier hinten muss Brian Danielson sein. Dann wird da langsam ein Schuh draus. Und irgendeiner hier muss halt Hangman sein. Und irgendeiner hier muss Samoa Joe sein. Guck mal. So. Da wird doch schon mal was draus. Ne? Chat, gerne andere Namen noch reinwerfen. Also gerne, wenn ihr sagt, ja, nee, da muss noch mehr gehen. So, und dann haben wir hier genau das Gleiche. Will Ospreay, Samoa Joe. Und dann hat hier Will Ospreay versus X gewonnen. Malakai Black hat gegen X gewonnen. Und die hatten halt davor Erstrunden-Matches. Kann ich das einfach hier einsetzen? Nee, kann ich natürlich nicht. Bin dumm. So, aber dann gibt es XXX versus XXX. Und das kopiere ich mir jetzt einfach hier, hier, hier und hier rein. Und mache das noch da. So.
Und so wird doch mal gerade ein Schuh draus. Dann wissen wir jetzt hier zum Beispiel, können wir ja wirklich machen, dass im ersten Turniermatch direkt Will Ospreay reinstartet. Und dann haben wir hier unten irgendwo Malakai Black. So, das ist doch mal, damit kann man doch jetzt gerade mal arbeiten. So, ja, dann weiß ich jetzt zum Beispiel, dass das hier Quatsch ist. Kann ich das einfach wegmachen? Kann ich doch bestimmt einfach Minus. Ah ja. Und das hier will ich damit auch wegmachen. Minus. Das gefällt mir sehr gut. Das was, wo ich bei TEW immer Probleme hatte. So, die kann ich jetzt aber nicht größer machen, ne? Okay. Gut. Aber so wäre jetzt mal der Stand der Dinge. Die kriege ich nicht größer. Nein, die kriege ich nicht größer. So, und jetzt müssen wir halt... Ach doch, ich krieg's größer. Und jetzt müssen wir das halt insgesamt mal hinkriegen. Dass wir daraus jetzt die ganzen Competitor finden. Tobi, sondier du doch gerade mal, wenn du die Möglichkeit hast, den Chat. Das wäre gut, um mal ein paar Namen zu haben. Bin gerade nicht drin, Tobi. Warte mal. Ja, das kriegen wir aber bestimmt hin. Weil ich habe da gerade schon ein bisschen was gelesen und das ist schon, also mit den Turnieren können wir uns in Richtung London, glaube ich, schon mal eine ganze Menge ersparen, aus dem einfachen Grund, das sind ja auch alles TV-Matches. Das sind ja alles TV-Matches, die wir mit einem ganz logischen Hintergrund booken können und damit stehen ja auch unsere, viele unserer Sachen für die ersten Wochen. So, genau, du kannst ja mal die Seite aufmachen, twitch.tv/spotfight.de. Ja. Nicht bei dir. Bin schon dabei. Startseite sein. Bin ja schon dabei, Tobi. Hatte gerade das AEW-Roster noch auf. Das tut mir leid. Ja, ne? So, das freut mich übrigens, dass so viel Beteiligung hier mit am Start ist. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass das ein cooles Projekt für die nächsten Wochen wird. So. Das Ganze gleich bei den Frauen nochmal. Es ist auch wirklich viel Theorie, ne? Bevor wir halt die erste Show booken. Ich meine, klar, wir können jetzt gleich irgendwie mal eine Collision hinzimmern, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer sehr gern dann doch irgendwie schon den Plan, was ich haben will, bevor ich irgendwas mache. Ich bin voll dafür. Wir sollten definitiv, erstmal gucken, dass wir wissen, was wir am Ende haben wollen und dann schauen, wie wir da hinkommen. Also alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn. So, ich bin jetzt gerade mal im Chat, Freunde der Sonne. Also, wen haben wir hier noch? Wir haben Hobbs und Wardlow sollen mit rein. Ja. Sammy Guevara finde ich ziemlich gut, das stimmt. Ist aber nicht verletzt, oder? Guevara? Nee. Nee, Sammy Guevara dürfte wieder gecleared sein. Mhm. Oh, und hier mal ganz, ganz wichtig, Ricky Starks. Ja, stimmt, ja. Den könnten wir auch mal wieder, ja. Ricky Starks sehe ich im Halbfinale gegen Bryan Danielson. Callback letztes Jahr, SmackDown? Voll. Warum schreibe ich SmackDown rein? Mach nichts, wir nennen die Show einfach um. Ja. weil das ist im Endeffekt ein Callback an All Out letztes Jahr. Ne? Also das kann man schon machen. So, Ricky Starks finde ich gut. Wen haben wir noch? Also Sammy Guevara, wo könnten wir den reinmachen? Ich meine, Sammy Guevara gegen Will Ospreay? Ey, ich wollte genau das gerade sagen. Sammy Guevara gegen Ospreay fände ich geil, weil da muss ich auch Sammy Guevara nicht schämen, dieses Match zu verlieren. Und es wird trotzdem ein sehr geiles Match, glaube ich. Ja. Ja. 17 Spanish Flies mindestens, würde ich sehen. So. Das heißt, dann haben wir hier auf jeden Fall Sammy Guevara, der sich durchsetzt. So, mehrere haben auch Rouge gefordert im Chat. Auch ein Ding, wo ich sagen würde, gehe ich mit, können wir reinpacken. Ja. Ja. Wir müssen ein bisschen auf die Dynamik achten. Heel Face und so. Samoa Joe ist so ein bisschen, der kann ja alles. Samoa Joe kann alles. Der wird halt, aber hier wird er zum Heel und der wird auch gegen Ospreay als Heel reingehen. Also ich würde gucken, dass wir Samoa Joe wirklich eher gegen Babyfaces stellen. Hangman gegen Rouge könnte ich mir jetzt vorstellen. Dass Hangman halt... Also, Rouge kommt jetzt eh nicht in die Halbfinals. Die Halbfinals stehen schon. Und Malakai gegen Rouge macht für mich keinen Sinn. So. Miro. Oh. Ach, stark. Miro ist aber Stoppverletzung, glaube ich. Ich gucke einmal schnell nach. Nee. Miro wäre available. Miro finde ich geil.
würde ich mit reinnehmen. Aber verliert halt auch dann, ne? Der verliert erste Runde. Zeig mal nochmal, ich guck grad nicht drauf. Ah, okay. I see what. Also, nee, es sei denn, er geht gegen Malekai, aber Malekai gegen Miro macht keinen Sinn. Hier brauchst du ein Babyface. Ja. Danke übrigens für eure Beteiligung. Ich finde es super, dass ihr da alle so mitmacht und ich freue mich auch. Das safe, und es waren auch schon einige Namen dabei bei diesem riesigen Roster. Ja, so offensichtliche Banger, wo ich gerade gar nicht dran gedacht habe. Ja. Buddy Murphy, erstes Match gegen Will Ospreay, ja. Aber ich finde Guevara, schon auch. Ja, das ist ja hier. Das ist ja das Halbfinale. Ah, den hast du als das Halbfinale. Genau. Ich dachte gerade, den hättest du als erste Runde eingeplant. Sammy Guevara kann ruhig. Wobei, du hast recht, Sammy Guevara muss also, nicht pack, eine Runde weiter. Pack Sammy Guevara gegen, also ins erste Match gegen Ospreay. Du hast absolut recht, der muss gar nicht so weit kommen. Der ist gerade auch froh, wenn er bei seiner Familie sein kann. Der freut sich. Ja. Orange Cassidy, ja. Ja, Cassidy gegen Ospreay. Forbidden Door Rematch quasi. Könnte man... Park ist auch... Boah, da, ey, da sind so viele. Wieso ist dieses Roster so groß? Es ist unfassbar. Wirklich, ich habe das Roster ja gerade aufgehabt. Da sind auch noch Leute drin, die ich schon längst vergessen habe. Also. Fuck, Alter. Mahlzeit zusammen, hab die Tage das Game angefangen mit WXW, macht schon Bock, 15 Stunden bisher Spielzeit, sauber. Vor ein paar Tagen angefangen, 15 Stunden Spielzeit, ist ordentlich. Ist ordentlich. Oh, Kyle O'Reilly und Kyle Fletcher, auch beides tolle Namen für so ein Turnier, wo die beide nicht gewinnen müssen. Guter Einwand, Nacho Man, Miro in den TNT Qualifier. Miro für die TNT Championship? Ja. Ja. Mhm. Claudio auch. Ey, guck mal, Bryan Danielson versus Claudio Castagnoli würde ich tatsächlich als First-Round-Match hier machen. Ey, siehst du nicht, Tobi, ganz ehrlich, mal ganz kurz, vielleicht korrigier mich, wenn du sagst, ist scheiße, ne? Aber, Julian hat hier gerade reingeschrieben, Fletcher. Ganz ehrlich, Fletcher gegen Ospreay zu stellen, irgendwann mal in diesem Turnier, auch geil. Also mal was Emotionales im Turnier drin zu haben, wo du jetzt einen Namen hast. Let's do it. Kyle Fletcher ist generell mal, wo ich sage, ey, der verdient mehr. Das ist doch für ihn ein kleiner Sommerpush, das ist doch in Ordnung. So, dann pushen wir direkt mal jemanden nach vorne und gehen direkt mal ein bisschen drauf ein. Wen gewinnt der in der ersten Runde? Das ist eine sehr gute Frage. Wir gucken mal kurz durch, wen wir haben. Könnte gegen Orange Cassidy. Heel sein. Kann eigentlich. Guck mal, wir haben doch gerade bei Cassidy und der Don Callis Family haben wir doch gerade auch ein bisschen Tension. Das wird doch sogar irgendwie einen Sinn ergeben. Na, wobei, Orange Cassidy, Kyle Fletcher weiß ich jetzt auch nicht. Nee, Orange Cassidy müssen wir eher, glaube ich, wobei TNT Championship, will ich Cassidy mit der TNT Championship gerade sehen? Nee, es macht Sinn, Orange Cassidy muss den nächsten Schritt gehen nach seinen Sachen. Also Orange Cassidy packen wir hier rein. Der kann von mir aus gegen Malakai Black verlieren. Das ist genauso die Art von Superstar in meinen Augen, die Malakai Black jetzt mal schlagen darf. Mhm. Das ist in Ordnung. So. Ja, wer verliert in der ersten Runde gegen Kyle Fletcher? Können wir nochmal die Namen durch, die wir sonst noch haben? Ich gehe einfach mal durch. Ich sage einfach mal, was wir hier drin stehen haben. Jay Lethal hat sich noch Simoko quasi gewünscht dafür. Wäre jemand, der auch im Erstrundenmatch verlieren dürfte, durchaus. Claudio hatten wir schon gehört, finde ich unpassend. Hast du Rouge mit aufgeschrieben? Rouge ist drin gegen Hangman, hier rechts oben. Gegen rechts, da ich sehe. Utah vielleicht ist auch. Nee. Nein. Einfach nein. Ja. Okay. Hey, Tobi, alles gut. Das ist hier eine Demokratie sondersgleichen. Nein, alles gut. Ich hab nur Namen vorgelesen. Alles gut. Johnny TV ist sich mehrfach gewünscht worden. Aber ich brauche den nicht im Turnier. Ehrlich gesagt brauche ich den gar nicht. So gerade. Oder? Ganz ehrlich, ey, wir lassen da auch das... Also, wir lassen da Verträge auslaufen. Tut's nicht. Ray Fenix als Babyface Luchador. Ja, also denkt dran, alle, die wir jetzt reinbuchen, bitte bei den Namen bedenken, alle, die wir jetzt reinbuchen, sollen in der ersten Runde verlieren. Ja. Alle, die wir jetzt reinbuchen, sollen in der ersten Runde verlieren. Brent war noch. Wer war? Holzmichel hat sich Trent noch. Trent könnte ich mir vorstellen, aber Trent ist... Ah, oh, der arme Kerl, der verliert gerade auch alles. Naja, gut, aber Trent gegen Kyle Fletcher macht auch keinen Sinn. Das ist auch Quatsch. Gefällt mir nicht.
Gefällt mir auch überhaupt nicht, ne. Dustin Rhodes muss eigentlich... Oh, da, weißt du, was wir halt auch machen könnten? Realistico. Ja, was könnten wir auch machen? Ich hätte halt schon auch Bock, dass Dustin Rhodes... Ich möchte diese Story anschieben, dass Dustin Rhodes die TNT Championship gewinnt. Mhm. Und dann, ich möchte diese Ric Flair Storyline durchziehen. Ja, das haben wir uns schon vor langer Zeit gewünscht. Weißt du noch, als diese Vignetten bei AEW immer kamen und da ist kein Follow-up gekommen? Das wünsche ich mir jetzt übrigens bei uns. Wir machen das Follow-up. Pass auf, und dann steht nämlich jetzt auch schon fest, also Miro gewinnt die TNT Championship. Das sehe ich. Und ganz ehrlich, vielleicht packen wir auch das... Na, wobei Dustin Rhodes ins Ladder Match, weiß ich nicht, wie schlau das ist, aber man könnte halt da sonst schon die Saat legen. Aber nee, wir machen hier Dustin Rhodes, der sagt, ein letztes Mal noch. Ein letztes Mal in meiner Karriere. Das finde ich ist nicht verkehrt. So, zurück zum Turnier. Dann so. Also alle, die wir jetzt reinhauen, verlieren in der ersten Runde. Deswegen Hook natürlich Quatsch. Nein, ich will jetzt auch gar nicht nur meine Meinung durchdrücken, sondern bitte haut einfach mal rein und wir sondieren das Ganze einfach mal ein bisschen. Schau gerade mal in den Kader noch mal rein. Auch, dass wir noch mal ein paar Namen auf dem Schirm haben. Einfach für geile Matches. Ich kann hier auch noch ein paar Namen durchgehen. Ne? So Hangman Page haben wir jetzt schon drin. Hey, der Bounty Hunter. Der Bounty Hunter kann noch rein. Der kann auch in der ersten Runde verlieren, wenn du willst, klar. Oh, hey, können wir ruhig machen. Ja? So weit ist der Bounty Hunter noch nicht. Gegen wen verliert er? Der Bounty Hunter kommt dann erst. Ja, hier, ne? Warte mal, gegen wen kann er gut verlieren? Lass mich mal kurz Ricky Starks überlegen. Ja, gegen den zurückkehrenden Ricky Starks, gar nicht schlecht vielleicht. Oder gegen Black wäre auch vielleicht so ein Ding. Ja, aber es hier gegen hier. Also ich nehme Malakai so ein bisschen als hierher, deswegen. Wen haben wir noch? Also was gehen würde, ist zum Beispiel einfach nur ein krasses Party-Match. Ray Phoenix gegen Kyle Fletcher. Einfach nur Party-Catch. Und Kyle Fletcher gewinnt. Können wir machen. So. Nein. Big Bill? Der in der ersten Runde hier Jericho ist dann enttäuscht und so weiter und so fort, dass Big Bill jetzt verloren hat. Mhm. Ja, stark. Gegen? Ja, Malakai Black ist raus. Eigentlich kann es nur gegen Cassidy sein. Ja, wäre aber lustig. Cassidy gewinnt gegen Big Bill, fände ich geil. So. Machen wir. Fehlen noch zwei. Jemand, der gegen Samoa Joe verliert und jemand, der gegen Malakai Black verliert. Kyle O'Reilly, pass auf. Boah, fies. Kyle O'Reilly willst du in der ersten Runde verlieren lassen? Oh, komm. Findest du nicht? Ich finde den Quatsch. Also nee, ich finde den nicht Quatsch, aber ich finde... Kyle O'Reilly hat noch mehr verdient als erste Runde rausfliegen gegen... Findest also in einem Turnier. Ja. Kyle O'Reilly ist ein großartiger Typ. Alter, kannst du dich noch an Nick Comorado erinnern? Das sehe ich auch gerade. Nick Wayne? Ja, das finde ich gut. Nick Wayne finde ich gut. Samoa Joe und Nick Wayne kassiert? Ja, völlig geil. Samoa Joe muss den komplett plätten. Ja. Das wird ein Fest für alle, die aus Bock dem haben, Leben die rausgekriegt. Ja, gefrühstückt, wolltest du sagen, natürlich. Ja, genau. Deswegen, sehr gut. Bandido um die TNT Championship. Guck mal, dann hauen wir den hier mit rein. Finde ich gut. Das ist das Schöne. So, die Namen kommen auf. Ich schreibe hier nebenbei noch so ein paar andere Sachen mit. Das ist eigentlich ganz okay. Ich möchte eigentlich ein relativ klares Babyface, wo es dann auch so total schade ist, dass Malakai gewonnen hat. Darby Allin? Boah, Fan. Ah. Ja, wobei es muss auch mal einen Schocker geben. Es muss ja auch mal einen Schocker geben. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich das jetzt ansetzen würde und das bei Dynamite sehen würde, würde ich nicht zu 100% sagen können, wer gewinnt. Ja, eben, das stimmt. Ja, nee, find ich gut. Und es muss, wie gesagt, auch mal einen Schocker geben. Die Fans müssen auch mal sagen, so eine Scheiße, der arme Darby Allin. So. Ja, okay, komm, dann. Also dann sind wir damit zufrieden? Chat, ist das okay? Oder hat jemand, gibt's jemand, der sagt, also sorry Leute, auf gar keinen Fall. Ich finde das okay. Und vor allem, es gibt uns halt, also wir können halt easy damit Wochen füllen. Das sind ja 8, 9, 10, 11, 12, 13, ist ja 14 Matches, 15. Guck mal hier, mit dem Hintergrund-Schocker fände ich's geil, nehme ich. Ich finde, das, das sollten wir machen. Ja. Schlotze auf Facepaint, let's go. Sehr schön. Lieben wir. Ja, okay, guck mal. Dann haben wir unser erstes Turnier. Ich meine, ey, wir können jetzt direkt mit den Frauen weitermachen, aber das wird schwieriger, fürchte ich.